sehe, dass er nach außen zu Menschen sehr oft eine, sich einen dicken Panzer anziehen muss, weil er irrsinnig sensibel ist. Und seine ganze Kraft oder seine Aktivität täuscht über diese Sensibilität hinweg. Und deshalb muss er sich schützen. Und deshalb muss er einfach sich, deshalb macht er die Tür zu und zieht sich einen dicken Panzer an. Und, nur wenn er Musik macht, dann ist er absolut offen. Dann kann er alles geben. Kann ich mal den Papa sprechen? Wo ist der denn? Das ist wichtig. Das wäre wichtig. Das wäre wichtig? Ist ganz wichtig. Du kannst ja schon wieder aufgehängt. Ach, Trottel. Wie wir ja von vielen Wesen umgeben sind, die wir nicht sehen können, die von einer viel größeren Dimension sind. Du kannst einem Menschen nicht von einer Vision oder von einer Stimme, die man hört, sprechen, wenn er das selber nicht erfahren hat. Es gibt also einfach Dinge, die muss man für sich behalten, weil es Menschen mehr vor den Kopf stoßen würde. Wenn du eine Nachricht hast, die speziellere Art ist, zum Beispiel ein Gruppengehirn zu bilden zwischen bestimmten Menschen, um kosmische Stimmen zu hören, dann geht das nicht die Welt an. Jeder muss in sich selber seine Stimme hören. Das ist einfach, da muss erstmal die Tür auf sein. Und das Leben muss das Beispiel sein. Nicht wieder aufhängen. Christ, du sollst mich mal direkt aufhängen. Nein, du hast aufgehängt. Doch. Ja, ich habe auch nicht aufgehängt. Also, ist der Papa da? Aha, ist aber sehr dringend, hat die Marie gesagt. Ich muss mal in den Nein fragen. Kann der Christenpapa das sagen? Was macht er denn? Ist draußen mit dem... was macht denn der Papa draußen? Da können sich Sträucher wegnehmen. Aber der Zaun, der grenzt noch an Nachbargrundstück. Da muss genügend Abstand. Okay. Stefanie aus unserer Klasse. Das ist richtig, schön. Gut. Wann fährt er zu? Oh, das ist gut. Ich weiß, weil du sagst, für nur eins ist mir zu spät. Ne? Genau eins. Ja, mein Liebling. Bis morgen, ne? Willst du bei uns Mittagessen? Papa, was ist? Aber wie soll ich denn wissen, wo ihr seid? Papa, wer fährt alles mit nach Metz? Ja, und was müssen wir einpacken? Keine warmen Sachen. Tschüss. Bis morgen. Und wir sind, seitdem wir nun in diesem getrennt leben, in diesen beiden Häusern leben, ist in viel besserem Kontakt miteinander. Das ganze Leben einer Familie, das geht mit der Einsamkeit, die ihr braucht, Musik zu machen, geht nicht überall. Man teilt zwar nicht den Alltag, aber man teilt doch das Wichtigste miteinander. Das ist auch für beide, seitdem wir... Es geht über Telepathie oder Telefon oder Briefe. Manchmal sehen, das ist viel schöner. Kommt schon die ersten rein, auf die wollen wir nicht haben. Ich möchte so einen Abteil für uns allein haben. Da wollten wir stehen. Lass sie leben. Gut. Nicht so fest, ganz locker.
hier im Braunkohlengebiet. Hier haben sie früher Braunkohle rausgeholt. Wo Papa geboren ist, da gibt es auch jetzt kein Haus mehr. Digga, das ganze Dorf haben sie ausgeschachtet und nur das eine Haus, in dem ich geboren bin, ist übrig geblieben. Das ist ja hier in der Nähe. Und gab sie Hajul. Und der Hajul fragte, wo er denn den ältesten Bruder finden könnte. Diese Mokassins wissen, wo er wohnt. Genau. Schon wieder Mensch. Der Hajul nahm die Sandalen, die Ledersandalen, unter seine Decke. Er nahm das Stück von der Baumrinde. Und dann gehen die Fußstapfen wieder weg, ne? Ja, genau. Wenn er die andersrum dreht. Ja, dann gehen die zurück und die Fußspuren verschwinden. Auf einmal, der geht bis dahin. Und auf einmal hören die auf und dann weiß er nicht mehr, wo er ist. Sedna! Singbonga! Vasco! I have said it, I believe, I Tlaloc. Have said it. Grandfather! Singbonga! A voice, I am going to send, hear me. Comes the dance, you can't help it.
Wieso betrachten Sie Geräusche als Musik? Vier. Also dazu haben klügere Leute als ich eine Antwort gegeben, dass alle Schwingungen Musik sind. Ob die von Menschen gemacht ist, das ist etwas anderes. Man spricht von der Musik der Sphären, man spricht von Vogelmusik. Alles, alle Rhythmen, alle Schwingungen sind Musik, deshalb sind Geräusche auch Musik. Das ist also im Grunde eine ganz dumme Frage. Das große Missverständnis besteht heute darin, dass die meisten Menschen meinen, man braucht nichts dafür zu tun, um Musik zu gebrauchen. Ich finde, man muss wahnsinnig viel dafür tun, damit man sich etwas erschließt. Man muss sich sehr anstrengen. Durch die Musik, die ich gemacht habe, die ich machen muss, die kommt ja durch mich. Und meistens weiß ich ja zunächst selber gar nicht, was sie bedeutet. Ich weiß nur, dass ich sie machen muss. Nicht einmal, wie ich sie genau machen muss. Genau. Stell dir mal vor, der Fischer Dieskau. Na, tiefer natürlich. Aber erst in 10 Jahren. Los, ihr kriegt die Höhe später hin. Und? Oh, gut. Bist du? Klappe. Zu viel. Ja, es kommt wieder aufs selber raus. Es kommt. Ja, es ist zu viel Tonhöhenunterschiede. Jetzt kleiner. Und mit einer Tendenz. Meinetwegen, Sie gehen bis zu der Mitte, gehen Sie nach oben. Und so. Sonst wird es alle wieder ähnlich. Nochmal. Bisschen höher. Höher, das Unlicht. So. So. Wer macht das da? Peter, der das Brrr macht? Ja. Den machen wir bis unten, ne? Brrr. Ne, ne. Da unten ist keine Kraft mehr. Brrr. Drücken. Unten mehr drücken. Ach so, nochmal. Brrr. Mach mal. Crescendo nach unten. Wer einfach sich hinsetzt und passiv sagt, so, jetzt wollen wir mal sehen, was die zu bieten hat oder was diese Musik in mir tut. Da passiert fast gar nichts. Man muss wirklich was dazu tun, wie jemand, der einen großen Spaziergang macht, um frische Luft zu kriegen und ins Freie geht. Oder wie jemand,
der betet, um innerlich Frieden zu kriegen, so muss auch jemand wirklich etwas von sich aus tun, um diese Musik sich aufzuschließen. Und dann geschehen im wahrsten Sinne des Wortes richtige Wunder, denn durch diese Musik wird man besser. Aber bis willst du nicht auch so ein Ding anziehen? Wir verschwinden jetzt hinter einer Fassade. Diese Musik ist zum Schämen. Sollen wir das tun? Was hältst du davon? Jetzt fände ich jetzt ganz prima. Nein, ich würde dich nachher auch verschwinden lassen. Hinter einer Fassade, wenn du Lust hast. Los, weiter jetzt, Tutti. Also ich kann das nicht mehr hören. Morgen früh ist es. Das ist grauenhaft. You don't like this music, okay? No, it's so bad. Betrachten Sie selbst Ihr Schaffen und wirken nicht als Sackgasse. Mein Gott. Also ich würde sagen, ich betrachte mich selbst und mein Schaffen zunächst mal nicht so selbst. Ich mach wie den Papa. Das Schaffen und Wirken. Ich würde sagen, das sollen die anderen beurteilen. Betrachten Sie sich als ein zeitgenössischer Mozart. Das ist eine ganz interessante Frage. Das Klo ist zwei Abteile weiter auf der rechten und auf der linken Seite. Kinder, jetzt ein Tutti. Also es ist ohne weiteres möglich, in meiner Lebensphilosophie, dass einer, der unter einem bestimmten Namen Capricola, der unter einem bestimmten Namen auf diesem Planeten auftritt, sagen wir mal Mozart, und in einem bestimmten Körper, zu anderen Zeiten unter einem anderen Namen und in einem anderen Körper auftritt. Also ich habe
noch keine Vision gehabt, dass ich Mozart sei. Wie viel hast du? Aber ausgeschlossen ist sowas ja nicht. Junge, wir machen doch erst hier unseren Vorspruch. Ja, natürlich, wir machen das Vorspiel doch. Erst kommt das schöne Einläuten. Moa! Politisch ist, der ist parteiisch. Und ich möchte nicht parteiisch sein. Es wäre nicht gut, wenn meine Musik nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen geschaffen würde oder mit der Absicht, für eine bestimmte Gruppe von Menschen geschaffen zu sein. Ein falscher Mensch ist so. Ich muss mich draufhalten. Und dann gibt es andere Gründe. Ich habe zu viel gesehen in meinem Leben, dass Menschen, die mir sogar sehr nahe gestanden haben, ihre politische Meinung ändern mussten aufgrund der Umstände. Und ich habe ein tiefes Misstrauen gegenüber politischem Engagement, weil es immer andere ausschließt und immer zu Hass und Feindschaft führt. Und meine Musik ist für alle Menschen. Wie viel verdienen Sie und von wem beziehen Sie Ihre Einnahmen? Ich würde sagen, da ich neuerdings sehr viel Sympathie für die Anarchisten habe, die dafür sind, dass man den Staat abschafft, und selbstverständlich auch für die Leute, die die Steuern einziehen, würde ich das auch keinem Menschen sagen, wie viel ich verdiene, selbst wenn ich nur 50 Pfennig im Monat verdiene. Das geht keinem was an. Aber ich habe gehört, Sie wollen neuerdings hier auch die Banken verstaatlichen. Mit anderen Worten, das Individuum möglichst kontrollieren, wie eine kleine Laus oder wie eine Ameise. Dann werde ich emigrieren. Jochen, können Sie bitte mal diesen Plan vergleichen, ob das mit Ihrer, mit Ihrer Erinnerung übereinstimmt? Ja. Von der Zeitung. Noch was irgendwo? Ob ich Fortsetzung Flageolette dazu schreiben soll oder keine Fortsetzung? Nein, schreiben Sie doch. Schreiben Sie Flageolette, damit der Dirigent auch sofort sieht, was es ist. Ja, genau. Hier so kommt Flageolette, Poca, Poca, Accelerando, Senza. Und ist das immer noch Accelerando? Ja, das geht. Dann müssen Sie schreiben, Fortsetzung Flageolette. Genau so wie diesen Text. Nein, nein. Darüber Sempre Accelerando.
Merkst du das doch? Eins steht hier auch natürlich. Exakte Duos, Trios, ja, Quartette. Klar, und klar. Das merkst du sehr schön. Sehr schön. Wo wir überhaupt daher sitzen. Wir geben mal was trinken, ne? Nee, bringen wir was trinken. Oder ich soll mitgehen? Ja, geh mit. Ich hab auch gerne Duos, weil wir haben Eisschuh. Kannst du trotzdem noch? Oder kannst du trotzdem noch essen? Danke. Trinken, Mann. Papa. Komm. Aber voilà. Programm. Ah, ist das ganze Fenster beschlagen? Ach so. Ja, nee. Okay, dann sitzt du hier, das ist egal. Es können nur zwei an einer Seite. Gut. Mariela und Markus, du hast die Ist das mit Ton? Geile Momentchen! Ja. Geile Momentchen, Simon! So, Moment, aber noch nicht aufladen. Oder willst du erst auf? Doch, laden erst auf. Doch, komm her. Die Erde lebt von der Sonne. Die Erde lebt von der Sonne. Warum führen Sie keine normale Ehe? Ja, also ich habe zweimal, einmal für 10 Jahre und dann nochmal für 10 Jahre eine normale Ehe geführt. Und zurzeit, Maria, wie ist das? War wunderbar. Ist die Ehe normal? Nee, ich meine aber jetzt. Immer noch. Die Pflanzen leben von der Sonne und von der Erde. Die Tiere leben von der Sonne. Simon? Nee, mach mit. Die Tiere leben von der Sonne, von den Pflanzen und von der Erde. Die Menschen leben von der Sonne, von den Tieren, von den Pflanzen und von der Erde. Und? Du Gott lebst in allem und aus allen Armen. Wir wünschen uns alles Gute. Danke, gleichfalls. Ist jetzt Moderne gestorben? Wie, Bruno? Ja. Mhm. Der ist gestorben. Moderne. Wieso? Der dicke Dirigent. Den hast du ein paar Mal erlebt. Der hat Papas Carré mit Dirigent. Bruno überhaupt nicht mehr interessiert. Er hätte gesagt, komponieren interessiert mich gar nicht mehr. Er wollte nur noch spielen. Nur noch dirigieren. Ich lach ihm ja auch. Er war ja ein Wunderkind, der Bruno Moderna hat mit 6 Jahren Geige so gut gespielt, dass er schon abgetreten ist. Mit 6 Jahren. Schon. Ja? Ganz früh. Jule, schon zu spät. Was? Simon hat ihn hätte letztes Jahr machen. Quand je vous regarde dans les yeux, thank you.
Streicher kann man da von dem Streicher des Orchesters sind ziemlich unwillig. Die Solisten dabei, der erste Bratschist und der erste Geiger sind, so muss ich sagen, schwierig. Sie finden das unter ihrer Würde, so ist immer. Das ist das Typische, dass hier in Europa die Musiker kein Bewusstsein mehr haben, dass sie Beispiel geben. Nur dann, wenn sie in die Soldaten in Reihe und Glied sitzen mit dem Frack und der Dirigent sie sozusagen kontrolliert oder die Konvention haben. Sobald sie unkonventionell auftreten, verlieren sie auch ihre Form. Das würde ein indischer Musiker nie tun. Der ist sich ganz bewusst, wie er geht, wie er steht, wie er sitzt, wie er gesehen wird. Das ist ja auch klar. Und japanische Musiker erst recht. Du sollst mal sehen, wie die auf die Bühne kommen. Mhm. Und eine halbe Stunde vorher wird kein Wort mehr geredet. Das ist schon toll. C'est le cinquième jour que je vous demande de vous accorder. Es ist heute der fünfte Tag. Et de ne pas jouer des mélodies d'autres musiques. An dem ich Sie bitte, sich einzustimmen, ohne Melodien anderer Musik anzuspielen. Ich versichere Ihnen in aller Freundschaft, dass ich das hiermit zum letzten Mal sage. Selbst zwei Tage vor dem Konzert ist es für mich nicht zu spät zu gehen. Accordez-vous, s'il vous plaît. Und jetzt stimmen Sie bitte. Ich habe mich von Amerika zu Spanien. Ja, ich habe mich von Amerika zu Spanien.
So, aber tiefer soll es ja auch wieder nicht sein. Nein. Denn ich muss ja. Herr Dorn, es war vollkommen richtig bis hierhin. Ich blase ja vollkommen aus dem Kopf. Ich sehe ja überhaupt nichts. Ich sehe ja nichts. Ich habe die ganze Zeit jetzt aus dem Hut geblasen. Ja, das ist gut so. Ja, nur noch. Jetzt geht Duba dazu. Ja, man hört jetzt die Duba wieder schlechter. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Sag mal, still, Simon. Halt, bitte. Das klingt nicht gut, wenn er tief spielt. Da kann man nichts machen. Gut, fertig.
Wenn man sich einmal entschieden hat, auf den Pfad zu gehen, auf dem die Musik ein Mittel ist, ein höheres Wesen zu werden, dann wird man von selber geschickt. Man wird von seinem Engel dahin geschickt, wohin man gehen muss, den Auftrag zu erfüllen, den man bekommen hat. Wir sind so eine Kreuzung zwischen den Wesen dieses Planeten und höheren Wesen. Der Mensch ist gefallen, darin ist kein Zweifel. Also das menschliche Wesen ist vom Ganzen, vom Zentrum abgefallen, ist vom Göttlichen abgefallen. Thank you.
Ja, und so weiter.